Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen stößt in der Privatwirtschaft zunehmend auf Vorbehalt. Kündigungsschutz und Vorurteile beherrschen die Diskussion. Nicht so in der Heizungs- und Sanitärfirma Pauli. Das kleine Unternehmen sorgte im niederbayerischen Freyung für Gesprächsstoff. Die örtliche Presse wollte wissen, wodurch unterscheidet sich der Betrieb mit seinen 18 Mitarbeitern von anderen? Ich hatte einen Job, wurde dort aus Arbeitsmangel ausgestellt und suchte dann circa ein Jahr lang einen Job. Und sagte jetzt immer so lapidar Job, ich suchte eine Arbeit. Weil für mich in meiner Situation ist es wichtig, keinen Job zu haben, sondern eine sinnvolle Arbeit. 4 schwerbehinderte Menschen haben in der Firma Pauli einen Arbeitsplatz gefunden. Und das, obwohl die Firma dazu gesetzlich nicht verpflichtet wäre. Die nicht behinderten Kollegen sehen in der Zusammenarbeit keine Nachteile und unterstützen die Firmenpolitik ihres Chefs. Zusammenarbeit mit Behinderten, irgendwas Unterschiedliches gibt es da nicht. Es ist ein Arbeitskollege für mich. Der hat einen gewissen Aufgabenbereich, den erledigt er. Und was er durch seine Behinderung nicht machen kann, das übernehmen dann wir. Aber es gibt da keinen Unterschied. Norbert Ranzinger ist seit einem Jahr zuständig für die Lagerarbeiten der Firma Pauli. Seine Behinderung gab er im Bewerbungsschreiben nicht an. Man sieht so wenig, aber es ist eine Kreissaugenverletzung in der linken Hand, die eigentlich nur zum Teil verwenden kann. Doch das war für seinen Chef Werner Pauli kein Problem und Norbert Ranzinger wurde unter 30 Bewerbungen ausgewählt. Wichtig war die Qualifikation und über den Ausgleich seiner Behinderung konnte man reden. Also ich muss da umdenken in verschiedenen Bereichen. Zum einen, also was die EDV anbelangt und bei körperlichen Arbeiten gibt es halt Dinge, die man, wo man die linke Hand braucht, also Schrauben bewegen oder solche Dinge. Da müsste ich einen Kopfstand machen, um das mit der rechten Hand zu machen und das geht halt nicht. Und da bin ich schon manchmal an einer bestimmten Grenze angelangt. In der Öffentlichkeit wird nicht selten darüber diskutiert, dass sich mittelständische Unternehmen die Beschäftigung behinderter Menschen nicht leisten können. Als Grund werden häufig Fehltage oder mangelnde Flexibilität angeführt. Alles klar, danke. Servus. Also meiner Meinung nach kann man auch mit Behinderung eine gute Arbeit leisten. Man muss sich mit der Firma identifizieren. Und ich versuche halt, diese Behinderung anderweitig auszugleichen. Also indem dass ich halt das wirklich damit Fleiß daran arbeite und auch zuverlässig daran arbeite. Und somit, glaube ich, kann auch der Herr Pauli zufrieden sein. Und er ist zufrieden. Wegen seiner positiven Erfahrung mit behinderten Arbeitnehmern geht Werner Pauli noch einen Schritt weiter. Seit kurzem bildet er einen behinderten Jugendlichen aus. Der Lehrling ist eigentlich, ich habe das erst später gesehen in der Zeitung, einer von den Schulabschluss besten gewesen. Und mir hat es auch ein bisschen gewundert, warum dass der keine Lehrstelle hatte. Und habe dann feststellen müssen, dass er durch diesen Schwerbehindertenausweis draußen in der Wirtschaft nicht angenommen wurde. In dem Fall, sie hatten schon auch Ängste, weil er in der Probezeit einmal wieder zur Dialyse musste. Und da hat ein Arzt angerufen und hat mich gebeten, dass ich doch den Lehrling freistellen möchte, weil die Eltern besorgt sind, ich würde ihn dann kündigen, aber ich habe mitgeteilt, sage, also meinerseits steht da kein Problem, der sollte hingehen und dann später kann er wieder kommen. Die Erfolgsgeschichte von Werner Pauli geht weiter. Er hat erweitert und beschäftigt neuerdings 30 Mitarbeiter. Um die Schwerbehindertenquote allerdings muss er sich keine Gedanken machen. Sein Engagement wird mit dem Joberfolg 2006 belohnt. Ich finde den Preis super. Ein Preis zu vergeben an Leute, die sich da für Behinderungen einsetzen oder sich einfach aktiv bewegen in diesem Umfeld, ist immer positiv. Und es ist auch sinnvoll, da er in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man denen eine Chance geben.